übrigens ganz kurz mal will ich jemanden noch grüßen, und zwar die Nadja Meli. Ich habe ja heute schon mit ihr geschrieben und sie guckt zu. Das hat sie vorhin schon Hallo gesagt, aber ich konnte da nicht unterbrechen. Hallo Nadja! Nur ein kleiner Gruß zwischendurch. Das ist voll interessant mit dem Schminken. Also ihr kommt natürlich jetzt, in welchem Alter habt ihr angefangen, euch zu schminken? Weil ich tatsächlich glaube, dass Sissy und ich dieselbe Frage im letzten Hangout hatten, was alle irgendwie sehr interessiert. Ja. Keine Ahnung. Die Frage kommt immer wieder. Wann also so mit 13 ungefähr, glaube ich, bei mir. Erstmal so ganz heimlich so von der Mama geklaut, sodass es nicht aussieht, als hätte ich Fimpantusche, sondern als wäre das alles Natur. Und dann kam der ganz wild. Mach mir mal einen Tee. So. Mach das. Ja, also Schminken habe ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, also auf jeden Fall angefangen habe mit Puder, weil ich immer so rote Stellen im Gesicht kriege, das habe ich bis heute, deswegen habe ich das immer als erstes versucht abzudecken und Wimperntusche. Und ich glaube, das habe ich so mit 13, 14 gemacht und dann mit so 16 war auf jeden Fall auch dann der schwarze Eyeliner und brauner Lidschatten mit dabei. Und Lipgloss, Glitzer, ja. Durchsichtiger Glitzer-Lipgloss. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich würde sagen, dass ich mit 15 erst so richtig angefangen habe, mich zu schminken, aber dann sehr, sehr viel. Also ich kann jedem nur den Tipp geben, der das ausprobieren möchte an sich oder wo die Eltern sagen, nein, du darfst dich nicht schminken, dann macht mit denen aus, dass ihr es vielleicht zu Hause probieren könnt und eurer Mama das dann zeigt oder eurem Papa oder Geschwistern und die werden euch sagen, dass das beschissen aussehen wird am Anfang. Und wenn die nicht mehr sagen, es sieht beschissen aus, dürft ihr vielleicht auch irgendwann damit raus. Aber ich glaube, es ist ja auch... sind alle ganz gut geschminkt. Ich würde es auch eher Stück für Stück machen, dass man halt eher mit einer Sache anfängt und nicht gleich, wenn man dann in YouTube sieht, okay, es gibt eine Foundation, es gibt einen Bronzer, es gibt einen Konturpuder, es gibt einen Highlighter, bla 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 bla, weil das alles habe ich erst entdeckt mit 26, 27 und bin davor auch ohne ausgekommen. Und ich denke mal, wenn man anfängt zum Beispiel nur Puder zu benutzen und dann mal eine Mascara und dann Stück für Stück, dann sieht es immer besser aus, als wenn man sich gleich... einmal vollkleistert. Stimmt. Hier fragt gerade jemand, wenn ihr etwas geschenkt bekommt, das euch gar nicht gefällt, tut ihr so, als würde es euch gefallen oder sagt ihr die Wahrheit? Also, ich bin jemand, der auf jeden Fall jemand nicht vor den Kopf stößt, aber also ich mache da schon einen deutlichen Unterschied, wenn mir was richtig gut gefällt, dann sage ich, oh, wie toll und oh, das habe ich mir voll lang gewünscht oder halt was auch immer da halt Tatsache ist. Aber wenn jetzt mir jemand was schenkt, was ich total scheiße finde, dann sage ich nicht, hey, ich war scheiße. Sage ich halt einfach, oh, vielen Dank. Also einfach, weil mir geht es dann um die Geste, für die ich mich bedanke. Einfach, und das ist ja ehrlich, aber ich will demjenigen dann nicht das Gefühl geben, er hat was falsch gemacht. Und so handhabe ich das. Weil die geben sich ja immer Mühe. Und dann hat man oft einfach Sachen zu Hause. Und was macht ihr dann damit? Schmeißt ihr die weg? Weil da tut mir auch schon oft das Herz weh. Es kommt drauf an, was es ist. Also wenn es jetzt was ist, wo mein Name draufsteht und eingraviert, weil es jetzt für mich gemacht ist, dann hängt es davon ab, von wem ich es bekommen habe, ob die Person mir wirklich viel bedeutet oder ob das irgendjemand war. Und bei anderen Dingen, wo ich dann genau weiß, oh, da wird sich jetzt aber derjenige total drüber freuen, dann schenke ich das einfach weiter, aber sag auch häufig dazu, das habe ich geschenkt bekommen, möchtest du das haben? Hier, ja. Also ich kann dazu gar nicht so viel sagen, denn wir schenken uns mit meiner Familie schon seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren fast nichts mehr. Und also nicht zu Weihnachten und auch zu unseren Geburtstagen, wenn, dann sind das halt irgendwelche Veranstaltungen oder Urlaub oder so. Und das liegt natürlich auch im Alter, dass man das machen kann, aber ich glaube auch so, wenn man selber merkt, man braucht eigentlich keine Geschenke mehr, weil man sich selber lieber was für sich kaufen kann, dann sollte man das lassen und lieber Zeit mit anderen verbringen. Also ich habe in letzter Zeit nichts bekommen, was mir nicht gefallen hat, von daher kann ich da gar nichts zu sagen. Gut so. Hier fragen noch Leute, ob es in nächster Zeit Do-it-yourselfs gibt. Also Geschenke verpacken oder Weihnachtskarten, was ganz witzig ist, weil wir wissen ja jetzt, dass es von Sissy auf jeden Fall noch 2 Videos gibt. Und ich mache auch noch Geschenke verpacken und auch nächste Woche noch ein Video, ja. Es wird bis zu Weihnachten noch, es sind ja nur noch 2 Wochen, oder? 2,5, ja. Ja, 2,5, genau. Also noch 2 Weihnachtsvideos in meinem Fall. Also freut euch!
Und auch noch zwei Hangouts vom Share the Love Adventskalender. Genau. Aber nächste Woche dann mit einer anderen Zusammenstellung und die Woche drauf auch nochmal. Da sind ja auch noch einige, da waren echt tolle Videos bei bis jetzt schon. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier habt ihr den Hashtag gesehen, den Share the Love Advent. Schaut da auf jeden Fall mal auf Sissys Kanal in die Playlist dazu und euch die Videos an, weil wir haben ja heute schon den 7., also es sind schon 6 tolle Videos bis jetzt online gegangen. Und es kommen auch noch tolle. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Also Sissy, ja, hat sie ja gerade geschmückt und ich habe dieses kleine krüppelige Ding, was hier im Hintergrund steht. Ich habe auch zu Hause, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann einen richtigen Weihnachtsbaum. Mhm. Und hier werden Geschenkideen für die beste Freundin gesucht, das wollen auch ganz viele wissen. Das ist interessant. Erzähl mal, was schenkt ihr denn eurer besten Freundin, die jetzt hoffentlich nicht zuguckt? Also ich fände es cool, wenn meine zugucken würde, aber wir schenken uns, glaube ich, nichts. Also ich schenke mir auch nichts mit meiner besten Freundin tatsächlich, weil das einfach so ausgemacht ist. Aber wir unternehmen immer irgendwas Anfang des Jahres, so zur Zeit von ihrem Geburtstag. Und dann gehen wir eigentlich meist in Musicals oder sowas wie Cirque du Soleil oder so war letztes Jahr. Also gut, cool. Wir an sich zu Weihnachten schenken uns jetzt auch nichts, aber ich habe, also glaube ich zumindest, aber die eine Freundin, die Sarah, die hatte Geburtstag vor kurzem und ich habe sie seitdem noch nicht gesehen und deswegen, da möchte ich ihr noch eine Kleinigkeit schenken. Also, pssst. Pssst. Komm her. Oh, Marzi. Stargast. Komm her. Nee, du musst schon dann ins Bild kommen, nicht Geräusche von dir geben. Komm her. Sag mal. Ja. Oh so. Nein. Auch da. Oh nein. Oh nein, wie süß. Gerade voll verpennt. Sie so, was? Oh, oh nein. Alles gut? Hast du gerade in mein Mikro geatmet, Jana? Hast du? Ja. Oh, sie ist gerade aufgestanden und reingelatscht gekommen. Und sie war nämlich sehr verwirrt, weil hier ein ziemliches Kabelgewirr um mich herum herrscht, weil ich mit einem LAN-Kabel jetzt am Laptop hänge, damit die Verbindung wirklich stabil ist. Fandst du nicht gut, ne? Voll das Labyrinth hier gerade. Oh, so gechillt. Meine Maus ist gerade weg. Ich glaube, der Hund hat sich auf meine Maus gesetzt. Und hier schreibt jemand, dank dir, Sissy, habe ich meine Freude am Basteln entdeckt. Danke. Ah, oh, das freut mich. Sehr schön. Wir müssen das auf jeden Fall häufiger machen. Allgemein finde ich Hangouts. Also auch jetzt sind 236 Leute dabei. Und das, obwohl heute verkaufsoffener Sonntag ist. Aber nur bei euch, oder? Nur in Berlin. Ja, ich weiß nicht. Nee, also da, ich weiß da, wo meine Eltern herkommen, die haben auch den 2. und den 4. Advent verkaufsoffen und hier in Berlin auch 2. und 4. Advent. Für uns ist, glaube ich, nicht offen, soweit ich weiß. Echt? Ja, Süddeutschland. Ja, also von daher, aber ich war nämlich sehr überrascht, weil viele auch geschrieben haben, dass sie auf Weihnachtsmärkte gehen. Deshalb, alle, die jetzt Bock haben, geht jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ich gehe gleich mit meinem Hund raus. Aber es war so schön, mit euch zu quatschen. Das war so eine tolle Idee. Danke. Fand ich auch. Es war schön, dass wir alle das jetzt so geschafft haben. Ich habe mich mega gefreut, dass es auch überhaupt mit dem Adventskalender so gut geklappt hat. Yeah. Da habe ich mir schon die letzten Wochen so viel Gedanken gemacht und ich freue mich einfach unglaublich auch, dass es klappt. Die Leute gehen tatsächlich auf den Kalender und klicken und wenn ihr noch nicht drauf wart da draußen, schaut vorbei und klickt schon mal die ersten 7 Türchen an. Und beziehungsweise 6, das hier wird später verlinkt, das Hangout. Wir machen aus diesem Video auch noch Best-ofs und die findet ihr nachträglich dann auch in dem Kalendervideo. Und falls ihr jetzt erst irgendwie reingeschneit seid, schönes Wortspiel. Ja, genau. Guckt euch das auf jeden Fall an. Und was man dazu noch sagen muss, da sind nur YouTuberinnen dabei, die alle mal unterstützt werden sollten und zu Weihnachten eben Share the Love, wie jetzt auch hier der Name war. Also ganz viel Spaß euch noch beim Angucken der Videos und auch bei allem anderen hier noch. Und wir verabschieden uns jetzt erstmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.